Ja, herzlich willkommen zum Würzblock Podcast Nummer 71 und Corona Podcast Nummer, keine Ahnung. Eigentlich wäre jetzt heute Abend Sonntag Kalenderkram aufgenommen worden sein und wo ich jetzt Veranstaltungen ankündige für nächste Woche. Aber da nichts stattfindet, habe ich mir was viel Schöneres ausgedacht und habe mir jemanden eingeladen. Nämlich die Inge ist da. Hallo Inge. Hallo Ralf. Ah, wunderschön. Inge Wollschläger, oder wie es auf dem Buch, darf ich mal gleich kommen, steht Ingeborg Wollschläger. Ich wusste gar nicht, dass Ingeborg heißt. Ja, es ist ein sehr schöner alter Name. Ja. Ich hatte viel Spaß mit ihm. Das glaube ich nicht ganz, aber gut. Ich hoffe, akustisch haut das alles hin. Ist ein bisschen gestrickt. Wir sind nämlich nicht zusammen. So, wir machen das über Entfernung. Und Inge hat, glaube ich, Social Distance, aber dermaßen. Voll, ja, wir sind da richtig, richtig gut. Und uns trennen ein paar, ein, zwei Kilometer oder so, ne, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau. Ja, kommt hin, ne? Sollte reichen. Sollte reichen. Ja, keine Ansteckungsgefahr. Ich habe auch keinen Mundschutz diesmal dran. Wer Inge dich kennt, Inge hat twittert unter anderem und bloggt. Ja. Und unter dem Namen, den du selber sagen darfst? Also bloggen tue ich unter der Überschrift Die Notaufnahmeschwester und twittern tue ich unter @theschwester. Genau. Und da bist du eigentlich recht bekannt. Also ein kleiner, ja, schon ein bisschen Promi geworden, oder? Naja, definiere bekannt Promi. Also, du wolltest gerade nach Australien fahren, hast du die Koffer gepackt. So ein Promi ins Dschungelcamp. Nein, du bist doch ein echter Promi. Nein. Nein, nein. Also, ja, gut, ich meine, wenn man Promi sein möchte, dann muss man sich ja immer mit irgendjemandem vergleichen. Und wenn ich jetzt hier so Leute habe, die ich toll finde, dann bin ich kein Promi. Dann bin ich ein kleines Licht. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber du bist bekannt geworden im Notaufnahmeschwester. Du warst, also letztendlich bist du noch Krankenschwester oder nennt man das Krankenschwester, darf man das sagen? Also ich, wie willst du genannt werden? Ich bin Krankenschwester, ja, ich bin tatsächlich Krankenschwester. Das ist die Berufsbezeichnung, unter der ich diese Ausbildung gemacht habe und die auch auf meinem Staatsexamen steht. Mittlerweile heißt das Gesundheits- und Krankenpfleger und demnächst wird es, glaube ich, oder heißt es schon, ich bin mir nicht ganz sicher, ich komme da manchmal nicht mehr so mit, Pflegefachmann und Frau heißen. Haben wir jetzt wieder geändert? Das ändert sich ja alle. Ja, das ist super. Das ist wie Reiter heißt jetzt Twix, die Eltern. Yeah. Man braucht immer mal was Neues und ganz großartig. Aber ich bin tatsächlich noch eine Krankenschwester. Genau. Was übrigens schön war dann in der Notaufnahme, wenn ich mit jugendlichen Kollegen zu tun hatte und es kamen Menschen, ich kann mich an eine Situation erinnern, da kam der Notarzt mit einem Patienten, hat gesagt, ach, er hätte ihn schon geheilt, also den Patienten, der wäre jetzt schon fast wieder gesund. Und dann habe ich meinen Kollegen angeschaut und habe gesagt, ja, dann kannst du den jetzt nehmen, weil du bist ja Gesundheitspfleger. Ich bin für die Kranken da. Und das war ein kleiner Spaß. Aber das war schon mit der Grund, warum der Name geändert wurde, dass das ist Gesundheit mehr da in dem ja, Namen drin steckt, oder? Also tatsächlich habe ich mich da jetzt nie groß drum gekümmert, um diese Begrifflichkeit, die natürlich wichtig ist, aber die mir jetzt persönlich, also mich jetzt nicht so tangiert hat. So. Aber der Name Notaufnahmeschwester, dein Blogname sagte, du warst in der Notaufnahme, zumindest eine Zeit lang. Ich war fast 21 Jahre lang in einer Notaufnahme. So lang? Ja, das ist wirklich verrückt. Und jetzt nicht mehr. Also tatsächlich im April bin ich dann 2 Jahre schon nicht mehr da. Und es sind schon 2 Jahre? Ja. Ui. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, ja. Als du mit deinem Mäntelchen, mit deinem Königsmäntelchen vor der Kneipe, der Bloggerkneipe standest. Ja. Das ist schon wirklich länger her. Ja. Mal schauen, ob das dieses Jahr stattfindet. Mal gucken, ja. Aber das Schöne ist ja, du hast ja wirklich du hast ja ganz, ganz viel geschrieben. Du schreibst, finde ich, bist eine Regelschreiberin.
Ja, naja, auf der einen Seite ist es so, dass ich schreibe einfach gerne. Ich schreibe tatsächlich gerne. Und es ist ja auch Teil meines Berufs. Also ich bin ja noch bei einer evangelischen Wochenzeitung angestellt und schreibe da regelmäßig Geschichten und Editorials und was halt gerade so anfällt. Also ich bin schon zwischendurch echt eine Berufsschreiberin. Und das Bloggen war halt was, wo ich mich so ausdrücken konnte. Also irgendwann kommt ja wahrscheinlich in jedem Beruf der Punkt, wo man sofort gehen möchte oder so ein bisschen ausgebrannt ist. Und da war für mich das Schreiben tatsächlich die Rettung, weil ich mir dann nicht täglich, aber doch so zwischendurch, wenn mich irgendwas besonders berührt oder geärgert oder beschäftigt oder sonst irgendwas hat, dass ich mich dann hingesetzt habe und angefangen habe, darüber zu schreiben. Was ist es denn, was es da war? Und das hat mich, glaube ich, wirklich hier über die letzten Jahre dann gerettet. Okay. Aber also diese Reflexion, die man dann da auch durch das Schreiben hat, das war ganz großartig und ganz wichtig für mich. Hat die dann auch letztlich, also die Reflexion hat dazu geführt, durch Schreiben dann, dass du den Job dann an den Nagel gehängt hast? Nein, das nicht. Aber tatsächlich ist es so, wenn man dann mal so ein gewisses Alter erreicht hat, also man merkt es dann schon an dem Wort, dass ich Reider noch kenne und eine Krankenschwester bin, also ich bin jetzt nicht mehr ganz so super taufrisch. Wenn man dann mal so ein paar Jahre da gearbeitet hat, dann merkt man einfach, dass das irgendwann mal reicht. Es ist eine wahnsinnige körperliche und physische Belastung, diese Arbeit. Nicht jeden Tag selbstverständlich, aber meistens, das hat ja über die Jahre stetig zugenommen, der Strom an Patienten und Mitarbeitern auch, weil sich alles vergrößert hat. Und dann ist irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, ich brauche das nicht mehr. Ich habe alles erlebt, es gibt keine Steigerung mehr und ich bin da einfach müde geworden. Ja. Und das ist ja schade, also weil so ein Beruf, der lebt ja natürlich irgendwie auch vom Feuer, was man in sich hat und von dem Brennen. Also ich glaube, das ist der Grund, warum viele in so einem heiklen Bereich wie einer Notaufnahme arbeiten, weil sie das wirklich wollen. Aber irgendwann, schade, dass man so im Beruf nicht alt werden kann. Ich meine, körperlich, klar, sind irgendwann mal Grenzen gesetzt. Ich durfte mal ein Praktikum machen vor vielen Jahren. Da war das ist schon Arbeit auch, ne, körperlich. Also Leute rumheben, wuchten, sonst wie. In der normalen Pflege macht es mal 30, 40 Jahre schwierig, muss ich echt sagen. Ja. Also ich hatte mal so eine lustige, lustig, das ist jetzt in Anführungsstrichen. Ich hatte mal so eine Diskussion bei Twitter gesehen, wo eine Pflegeperson schrieb, dass sie irgendwie heute so fertig ist und Rücken hat, weil sie einen 120-Kilo-Patienten alleine wuchten musste. So. Und dann schrieb einer, das kann ja wohl gar nicht sein und das gibt's ja gar nicht und wieso denn alleine und es gibt doch Hilfsmittel und dergleichen mehr. Und das ist natürlich die Wahrnehmung der Gesellschaft. Also was nicht ist, kann ja auch nicht sein. Und es ist aber so, dass du tatsächlich zwischendurch Mutterseelen allein mit so einem 120, 160, 180 Kilo Menschen da stehst und der droht aus dem Bett zu fallen oder der hat gerade einen Krampfanfall und du bist eben alleine. Also es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo du einfach musst. Da fragst du nicht, könnte mir jetzt mal bitte einer irgendwie eine Trage geben, 5 Kollegen herholen oder sonst was, sondern da bist du halt dann einfach alleine. Dann hebst du das. Das merkst du dann über die Jahre immer mehr. Ja eben, aber dann irgendwann ist halt am Ende. Ich meine, aktuell erleben wir ja gerade sehr hart die Endlichkeit der Pflege und des Gesundheitswesens, dass da auch mal Schluss sein kann, was einem oder vielen nicht so bewusst war jetzt, glaube ich, ganze Jahre, dass auch mal Sachen nicht gehen. Jetzt merkt man es extrem akut, also lebensbedrohlich akut vielleicht schon. Aber das sind genauso Sachen, die du auch beschreibst ja in dem Buch auch so stellenweise. Du schreibst ein bisschen Wahnsinn. Wie ist das, den Untertitel oder das Unter, den Unterkringel? Kreis? Der Unterkringel? Ein Alltag zwischen Leben, Tod und Wahnsinn. Genau. Und so naja, also der Tod kam Gott sei Dank nicht ganz so oft vor. Also wir haben uns da immer sehr bemüht. Allein schon. Nein, also. Wir haben Arbeitsamt, ich schon. Ja, naja, man tut, was man kann, nicht wahr? So, ja.
Ja, also das ist ja so, dass Pflege tatsächlich systemrelevant ist. Und das hat man lange Jahre aufgrund der Kostenmaximierung und dergleichen mehr nicht wahrhaben wollen. Und jetzt fehlt's halt. Und auch wenn irgendwie ein Herr Spahn so und so viele Beatmungsmaschinen ordert und aufstellen lässt, es muss ja auch jemand da sein, der sie bedienen kann. Und nein! Das ist so verrückt. Also das ist so was ganz oft, was ich im Krankenhaus erlebt habe, so in dieser Krankenhausgesellschaft, da wird dann irgendwie was angeschafft und hinterher sagt man dann, ach so, ja, Moment mal, wie macht man das denn jetzt? Gerne auch kostenneutral. Also das ist ja dann auch so ein Hasswort über die Jahre, so kostenneutral. Ich kann mich erinnern, wir haben mal irgendwann was ganz was Teures bestellt und hatten dann festgestellt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, und hatten dann festgestellt, dass das gar nicht in die Räumlichkeiten passt. Und da greifst du dir jetzt als Normalsterblicher ans Hirn, weil du denkst, entschuldige mal bitte, jeder normale Mensch, der sich zum Beispiel eine Küche kauft, misst vorher aus. Wieso geht das in einem Krankenhaus nicht? Verstehe ich nicht. Ja? Zollstock, ganz einfach. Also selbst ich würde das machen. Und ich bin da jetzt nicht so toll drin in solchen Sachen. Aber ne, man muss ja schon mal irgendwie so ein bisschen überlegen. Und dann sind das wirklich Gelder, die da auch verpulvert werden. Wirklich, ne? Wie meine Oma Emilie, Gott hab sie selig, mit allen 5 Fingern an die Stirn greift. Ja, wenn du jetzt mal die Glaskugel anwerfen würdest, wenn die ganze Corona-Krise mal wirklich vorbei ist, meinst du, da wird sich da mal was ändern in der Beziehung, dass Pflege besser wird, alle Pflegepersonal besser bezahlt wird und so weiter, sinnvolle Maßnahmen, oder wird alles dann letztendlich weiterlaufen? Mal so aus dem Bauch raus. Klar weißt du nicht, was passiert, aber was schätzt du? Stand heute? Ich weiß nicht, was passiert. Ich würde mir wünschen, dass eine Veränderung stattfindet, tatsächlich. Also es gibt ja momentan hier eine Online-Petition beispielsweise, die gestartet ist, ich müsste mal nachgucken, irgendwie, wie die heißt, die sehr großartig ist und die innerhalb weniger Tage, glaube ich, jetzt schon mittlerweile über 250.000 Unterschriften hat, in denen eben gefordert wird, ein vernünftiges Grundgehalt, eine Gefahrenzulage, also Sachen, wo man sich denkt, naja, also das hört sich ja jetzt nicht so wahnsinnig verkehrt an, und trotzdem ist das ein Problem scheinbar. Ja, schon lange. Und, schon lange. Und jetzt, wo man aber tatsächlich, also es ist ein Unterschied, glaube ich, ob du in einer Zeitung liest, ja, es fehlen Pflegekräfte, oder ob du dann tatsächlich die Oma ins Krankenhaus bringst und dann sagt man dir, naja, schad, sie können mal vielleicht warten. Vielleicht haben wir noch Glück. Weil es gibt keinen, der jetzt die Oma behandeln wird oder sonst was. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, das kriegen gerade ganz viele Menschen mit, wie wichtig Pflege ist, und ich hoffe, dass sich da was ändert. Also es muss sich was ändern. Ja, aber es es gab diesen Aufruf neulich, oder was ich so gelesen habe, so am Rande mitverfolgt, also ich muss das zwischendurch auch immer mal muten, weil mich das mittlerweile auch, naja, nicht stresst, das kann ich jetzt nicht sagen, aber weil es mir dann auch irgendwann mal zu viel wird, weil es momentan auch nicht mehr ganz so mein Leben ist. Und natürlich schüttelt man das nicht mehr ab, klar. Ne? Gab es diese Geschichte, dass man Pflegekräfte, die nicht mehr in der Pflege arbeiten, rekrutieren will. Ja, genau. Ja. Was jetzt natürlich so ein bisschen schwierig ist, weil man in Deutschland keinen, also so wie es zum Beispiel in den englischsprachigen Ländern ist, da bist du automatisch eine registrierte Pflegeperson. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Das versucht die Pflegekammer, die es in verschiedenen Bundesländern gibt, einzuführen. Aber es gibt es nicht flächendeckend. Also man weiß überhaupt nicht, wo die Leute sind. Ich weiß nicht, ob man dann da irgendwie hier angeschwärzt wird. So, ich kenne jemanden, der hat mal. Das weiß ich nicht. So, aber allein dieses Signal ist schon so schwierig, ja, also wie kann man denn sagen, ich hole jetzt die Schwestern, die nicht mehr arbeiten, und also Schwestern sagt man ja natürlich nicht, also ich hole jetzt die Pflegepersonen, die nicht mehr arbeiten, die hole ich wieder in die Krankenhäuser zurück. Das Signal wäre, Freunde, bitte kommt doch, wir zahlen euch pro Tag 250 Euro, 500, wie auch immer, und ich schwöre dir, dann würden die kommen. Ja. Weil sie dann sagen, ach ja, guck mal, das rentiert sich ja. Aber in dem Augenblick, wo es heißt, wir holen die jetzt mal, weil wir brauchen die, dann ist das hier wieder so ein Merci-Effekt. Ja? Also es gibt ein Dankeschön und das war's dann. Und von einem Dankeschön, von einem, ich stehe am Fenster und klatsche, weil ich mich so freue, dass es Pflegepersonen gibt und so weiter und so fort, da kann man sich halt jetzt leider beim Bäcker keine Stulle kaufen.
Da hat der Posti noch, glaube ich, eine schöne Satire drüber geschrieben, ja, genau. Ja, ja, großartig, ganz großartig. Ja. Also was wir schon seit vielen Jahren sagen, von einem Lob kriegt man keine drei Dankes raus. Ja, also ich hoffe echt, dass eins der wenigen positiven Sachen aus der ganzen Scheiße jetzt gerade, wenigstens das dann entsteht, dass da mal die Pflege auch gewürdigt wird, auch finanziell und beruflich, dass nicht so ein Schattendasein auch so Selbstverständlichkeit hat irgendwie. Ja, das macht schon jemand für wenig Geld. Die helfen ja gern. Die helfen total gern. Genau. Immer zu. Und da, gerne auch in der Freizeit. Ja, da wollen ja auch Geld ohne dafür. Schutzkleidung, ach Gott. Da am liebsten. Ja, das weil. Ist wie ohne Gummi. Das ist super, ja. Genau. Der Pegel am Mikro gerade richtig gut, ja. Ich schnulliere laut. Genau. Hauptsache, du fühlst echt, ne? Also, genau. Das passt auch wunderbar, ja, genau. Ach, das passt super. Also die Pflege soll schon gerne gefühlsecht sein, aber ohne Schutz. Weil das kostet Geld und das ist ja auch nicht so gefühlsecht. Ne? Gefällt mir gut. Ich werde das in meinen Standardrepertoire. Ja, sehr gerne. Ja. Ich überlasse es dir. Kostenfrei. Ach, du bist ein Guter. Ich weiß. Ja. Gut. Aber es gibt gar nicht, wir müssen mal darüber reden, weil du gerade gesagt hast, bei all dem Kram hier, also ich finde ja trotz und alledem ist diese Krise in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch für viele Sachen eine große Chance. Also ja. Ich sehe das mal gar nicht so dramatisch überall, also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich schlimm ist, wenn Menschen erkranken und zu viele Menschen erkranken und alle erkranken und keiner mehr ins Krankenhaus kommt und so weiter und so fort, also jetzt mal unabhängig davon. Gibt es viele Effekte, die nebenbei passieren, die großartig sind? Also dieses... Entschuldigung, ich muss gerade mal räuspern. Sprich ruhig. Ich trinke so lange. Hast du eigentlich eine Räuspertaste? Nee. Ich wollte immer mal eine bauen, aber ich habe noch keine gebaut. Gibt es wirklich über die Wii-Motion kann man irgendwie da eine Räuspertaste bauen? Habe ich mal gesehen, über Bluetooth. Habe ich noch nicht. Oh mein Gott! Ich huste einfach mal so. Darf man so eigentlich jetzt gerade husten? Ja. Na gut. Ja, das geht. Also ich mach das. Ist es trocken? Ist es mehr so trocken oder produzierst du? Nein. Ich weiß nicht. Ich hatte ja vor Wochen schon Grippe auch, eine normale Grippe. Ich glaube, daher kommt es noch, ja. Meine erste Influenza dieses Jahr. Oh mein Gott! Ich hatte noch nie eine, ja. Ja, Influenza oder halt einfach erkältet? Nee, das war immer wirklich meine Influenza. Meine erste. Erste meines Lebens, ja. Man da jemand? Ein bisschen schon, finde ich. Also. Ein bisschen geil. Ja, fand Glückwunsch! Ja. Konfetti! Ja, 6 Tage Fieber war super, ja. Ja, das macht einen starken Fuß. Ja, stimmt. Ja, Fuß nicht ganz, aber alles andere war dann sehr geschmeidig danach. Aber jetzt schon wieder alles, ja, redet man nicht davon. Es ist wieder wie vorher. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Das hat mich total rausgebracht, ja. Was ja total für dich spricht, dass jetzt alles wieder an Ort und Stelle ist, wie es vorher war. Also das ist ja schon sehr schön. Also das spricht ja für deine gute Selbstheilung. Ja. Okay. Wir waren bei den Chancen stehen geblieben, jetzt fällt mir so ein. Aus dieser Die Chancen. Ich glaube schon, da steht ja gerade wirklich viel Gutes. Hilfsbereitschaft ohne Ende. Und Hustenreiz ohne Ende. Aber... Ja, nicht aber. Also wenn du mal irgendwann, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Räuspertaste, finde ich wahnsinnig beeindruckend, wenn du mal eine Räuspertaste hast. Also sag mir bitte unbedingt Bescheid, wenn du eine Räuspertaste hast, damit ich dich beglückwünschen kann, auch huldigen. Ja, und eines Tages wirst du das machen. Oh mein Gott, das wird sehr aufregend. Ja, dann podcaste wieder und ich, vielleicht muss ich gar nicht husten dann, aber ich tue so, als würde ich husten und drück nur die Räuspertaste, du hast freie Bahn, du kannst dann reden die ganze Zeit. Ich drück die Räuspertaste. Also, zurück zur Hilfsbereitschaft. Ja, genau. Also das ist schön. Ich habe heute spazieren gegangen. Ich bin ja nicht am Main. Heute war schönes Wetter. Ich bin nicht am Main entlang, sondern mitten im Wohngebiet. Also irgendwo Frauenland, unter das Frauenland, wo keine Sau da ist. Aber da hängt schon so ein Zettel irgendwie am Laternenpfahl. Bla, bla, bla. Anrufen, wenn Sie Hilfe brauchen, einkaufen. Schön. Also echt sowas macht mir Freude, muss ich echt sagen. Das macht mir auch Freude, also weil man hat ja immer so zwischendurch in letzter Zeit den Eindruck,
gewonnen, dass die Welt ein schlechter Ort mitunter ist und hier gibt's die Rechten und da gibt's die anderen und jeder haut sich mit jedem und keiner irgendwie kriegt das irgendwie vernünftig auf die Reihe. Und wenn man dann jetzt erfährt, dass die ganzen anderen jetzt auf einmal unterm Stein hervorgekrochen kommen, das finde ich großartig. Ja. Also aktuell kriegst du ja keine blöden Nachrichten mehr mit, weil das jetzt auch gerade nicht angesagt ist. Also jetzt weiß man natürlich nicht, ist es eine Sache der Medien, dass der Fokus woanders drauf liegt, oder ist es tatsächlich so, dass die immer so leise waren, also man hatte ja immer so das Gefühl gehabt, die am lautesten schreien, die stehen halt vorne dran und halt nicht die Gutes tun und Hilfe machen, weil die sind ja die ganze Zeit beschäftigt damit, Gutes zu tun. Die haben ja keine Zeit, irgendwo rumzukrakehlen, ja. So, aber die kommen jetzt auf einmal und das ist toll. Also ich bin da sehr, sehr berührt. Ja. Es gibt ja hier auf Facebook diese Gruppe hier, Corona-Hilfe Würzburg. Ein paar Gruppen, ja. Ja, da, genau, es gibt wahrscheinlich ein paar Gruppen. Man kann jetzt auch nicht in allen sein. Nein, muss ja auch nicht. Und was man da so liest, das ist großartig, ja. Also ich bin da, hier gibt es ein Konzert online und da will jemand einkaufen. Und also es passieren ganz, ganz viele schöne kreative Sachen. Gut, die Leute haben ja natürlich jetzt auch Zeit, ne? Ja. Also jeder, der Kinder hat, hat ja jetzt allein schon mal irgendwie ein Problem, dass er irgendwie der Nachwuchs eingehütet werden muss und den musst du ja auch beschäftigen. Ja, die tun mir. Du kannst ja nicht den ganzen Tag mit dem Gaffertape irgendwo hinnageln. Du hast doch Kinder, oder? Ja, ich hab Kinder. Wie geht es im Moment? Du wirkst nach außen. Gaffertape? Gaffer, genau. Seit zwei Wochen. Seit zwei Wochen hängen sie an der Wand. Ich hole sie zwischendurch mal runter zum Essen und zum Schlafen, aber ansonsten hängen sie da Socke im Mund. Beste Erfindung des Lebens, ja, genau. Nein, es geht ganz gut. Also ich glaube, so langsam muss man jetzt auch mal irgendwann hier der Brut dann beibringen, dass es eben keine Corona-Ferien sind, sondern tatsächlich eine schulfreie Zeit. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so angekommen. Also ja, ich bin froh, dass sie so im Mittelalter, nee, wie sagt man denn da? Jugendlich? Ja, ganz, danke. Dass sie jugendlich sind, also dass sie jetzt nicht mehr die ganze Zeit hier beaufsichtigt werden müssen. Ja. Sagen wir mal so, ihre Skills in puncto Online-Spiele haben eine deutliche Steigerung erfahren. Ja, wie bei so vielen, glaube ich, gerade, ja. Aber ist es verrückt jetzt an dieser Zeit, wenn man macht so Sachen, also die man, jetzt hat man mal Zeit wirklich auch, man geht nicht weg. Ich bin ja ein Typ, der ja abends wirklich gern weggeht. Da treffen wir uns mal hin und wieder irgendwo auch in gewissen Lokalitäten. Und das fällt jetzt alles weg, was sehr schade ist für mich. Ich mag das eigentlich wirklich gern. Aber andererseits, ich übe jetzt Ukulele wie ein Blöder und spiele ein bisschen Synthesizer. Ja, habe ich gesehen. Ich begrüße das. Da hast du jetzt einfach mal Zeit dafür, das wirklich mal gescheit zu machen. Nicht mal kurz nebenbei, sondern so ein Stündchen mal hinsetzen, ein bisschen üben. Ja, was machst du jetzt? Brot backen. Also noch finde ich es toll. Ich weiß nicht, wie es in zwei Wochen ist. Aber noch hat es auch schöne Zeiten, muss ich echt sagen. Ja. Aus einem traurigen Anlass zwar, aber ich versuche doch das Beste zu machen. Also man wird tatsächlich so ein Stück weit auf sich zurückgeworfen. Ja. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist für viele schwierig. Also ich meine, du und ich, wir haben jetzt, also ich würde mal jetzt dich so einschätzen, ein grundheiteres Wesen und können uns, glaube ich, auch gut beschäftigen. Wir wollen jetzt mal nicht hier an die Menschen denken, die tatsächlich irgendwelche psychischen Grunderkrankungen haben und dann wirklich, wirklich, wirklich fürchterlich einsam dann dadurch sind. Für die ist nicht so witzig. Und vielleicht auch keine, für die ist es nicht witzig und vielleicht auch keine technischen Möglichkeiten haben, so wie du und ich jetzt gerade hier zu sprechen. Ja, für die sieht das wahrscheinlich schon anders aus, aber definitiv. Für den Rest ist das möglicherweise tatsächlich ein Gewinn. Aber vielleicht auch wird man auf solche Leute auch aufmerksam. Also ich merke gerade, wie ich sehr darauf achte, dass ich viel Kontakt zu meiner Mutter halt zum Beispiel, dass ich die wirklich oft anrufe, Bilder schicke, auch mal Videochat mache mit meiner 81-jährigen Mutter und so Sachen, dass ich da sehr sensibel bin. Was ich früher, klar, hatte ich so auf dem Schirm, oh, Mutter ist allein daheim und so, aber die konnte ja raus und ich nehme das schon jetzt viel mehr wahr, auch die Sorge irgendwie, wie geht sie jetzt damit? Vielleicht auch bei Leuten mit psychischer Erkrankung, dass man auch ein bisschen feinfühliger wird, oh, da gibt es Leuten,
denen geht es schlecht, aus irgendwelchen Gründen. Warum? Vielleicht psychisch, vielleicht weil du drei Kinder hast und eine Wohnung ohne Balkon und sonst was. Auch scheiße gerade. Und solche Geschichten halt irgendwie. Man denkt da schon auch das Schicksal anderer, finde ich, mehr nach, so wie ich mache das. Ja, also es geht mir auch so, natürlich. So die Empathie nimmt also schon. Also aktuell arbeite ich ja hier im Seniorensektor. Ja, da wollen wir eh drauf sprechen, aber ich sprich's aus, ja. Seniorensektor. Seniorenbranche. Und da eine Seniorita bist du. Mit. Muhaha. Wow. Boah, das war echt ein Brüller. Ja, du kriegst es voll, voll mit, klar, logisch. Also. So, und da gibt es natürlich die Menschen, die in ihren heimischen Wohnungen wohnen und da größtenteils natürlich dann wirklich sehr isoliert sind, weil sie ja meistens dann keinen Partner mehr haben. Von den Enkelkindern oder Kindern kann ja jetzt auch keiner kommen, also das ist schon schwierig tatsächlich. Ja. Und man sieht natürlich dann auch die Leute in den Seniorenheimen, die vielleicht vorher noch Besuch gekriegt haben, da kommt jetzt kein Mensch mehr, weil die einfach gar nicht mehr in die Heime reingehen dürfen. Genau. So, und das ist wirklich, wirklich schlimm. Also das ist ja wie Einzelhaft, das ist ja wie Knast. Darfst du noch rein? Also ein bisschen angenehm. Nein, ich darf auch nicht. Auch nicht, ne? Nee. Nein. Nee. Aber du machst also vielleicht, wenn jetzt einer sagen würde, ich brauche unbedingt irgendwie Seelsorge, ja, okay, oder irgendwas dergleichen, ich bin jetzt ein Notfall oder irgendwie sowas, dann ist das vielleicht ein Unterschied, aber eigentlich nicht. Nee, ohne, schreit das eigentlich, nein, ich komme nicht rein. Aber so ein bisschen so ein Trostpflaster für diese Leute machst du ja und bietest du ja an gerade, was ich eine schöne Aktion finde. Ja, tatsächlich ist mir so neulich vergegenwärtigt worden, da hat mir hier eine Bekannte geschrieben über eine uns anvertraute Seniorin, die ich also in letzter Zeit sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv so mitbegleitet und betreut habe, die in ein Seniorenheim relativ frisch eingezogen ist. Und die kennt jetzt da die Strukturen noch nicht so ganz, sie ist auch schon so ein kleines bisschen tüdelig, das heißt, man vergisst das immer. Und das Telefon ist bisher bei ihr noch nicht angeschlossen gewesen. Den Computer kann sie nicht mehr bedienen. Jetzt hockt die da also in ihrem Zimmer und ist da kreuzunglücklich, weil jetzt, wo kein Besuch mehr kommt, hat die nichts. Hm. So. Und da dachte ich mir irgendwie, wie kann man die denn irgendwie so am Leben teilhaben lassen? Wie kann man die denn so ein bisschen mal auf andere Gedanken bringen? Was bleiben denn da für Möglichkeiten, wenn du nicht telefonieren kannst, wenn du nicht besuchen kannst und wenn du jetzt auch keine Möglichkeit hast, über irgendeinen Computer oder sonst irgendwas oder über ein Handy, was sie nicht aktuell hat, zu kommunizieren? Und dann ist mir so eingefallen, man könnte Briefe schreiben. Jetzt bin ich, sie ist ja jetzt nicht meine einzige Seniorin und das wird mich jetzt tatsächlich irgendwie überfordern. Also ich schreibe tatsächlich aktuell den Senioren, mit denen ich wirklich regelmäßig Kontakt habe, jede Woche Briefe. Mhm. Das mache ich. Aber jetzt dann in den Heimen nochmal speziell, das hätte mich jetzt echt überfordert. Und dann dachte ich mir, naja gut, also wenn es jetzt so viele gute Menschen in Würzburg gibt, dann gebe ich das doch jetzt mal an die guten Menschen weiter und mal gucken, was passiert. Und habe das hier in so einer Corona-Hilfegruppe da eingestellt, dass ich mir wünschen würde, dass jemand Senioren schreibt, vor allen Dingen jetzt erstmal ihr, aber natürlich auch den anderen. Also ich arbeite ja in bei einer Kirchengemeinde und in dem Gebiet der Kirchengemeinde sind 5 Senioren- und Pflegeheime, dass man dann also quasi das verteilen kann. Und siehe da, dieser Beitrag ist ganz, ganz oft geteilt worden. Unfassbar viele Leute haben mir geschrieben, dass sie da mitmachen wollen. Jeden Tag liegt mein Büro mit neuen Sachen voller Liebe. Also, und das ist großartig, was den Leuten einfällt. Also es gibt da Familien, die haben mit ihren Kindern Girlanden gebastelt. Also wahrscheinlich haben sie sogar mit dem Gaffertape von der Wand gezogen und haben sich da So, es gibt Menschen, die haben, weil diese Frau, an die ich da dachte, das ist so eine Kräuterfrau, also die fand Kräuter toll. Die hat dann irgendwie so ein Kräuterbuch mitgebracht und so Ricola Kräuterzückerli dazugelegt und noch einen Brief geschrieben. Und dann gab es jemanden, die hat den Briefen mal ein Rezept beigelegt und ein Gedicht und irgendeinen Kalenderspruch, der ihr gut gefallen hat. Also so unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedliche Post habe ich. Und
wenn ich da auf meinen Tisch gucke, wo die alle momentan liegen, ich wollte die jetzt erstmal sammeln, dann könnte man wirklich weinen vor Glück. Weil das ganz, ganz, ganz großartig ist. Und ein ganz großer Schatz ist auch, also was man da so sieht. Also da muss man nicht an der Menschheit zweifeln, wenn man diesen Tisch sieht, sondern kann sich ganz genüsslich zurücklehnen und sagen, ja, das ist gut. Ja, also es ist sehr gut, es passieren sehr, sehr viele gute Sachen im Leben und man muss sie natürlich irgendwie ein bisschen rauskitzeln und man muss sie wahrnehmen, man muss sie auch würdigen. Das ist echt schön. Ich finde es wirklich, wirklich schön, die Art, dass du das machst, diese Aktion und dass so viele Leute mitmachen. Das ist echt toll, muss ich echt sagen. Ja, ich meine, das weiß man ja nicht. Du kannst ja Aufrufe starten, wie du willst. So, und dann sagen die Leute, was interessiert mich denn das? Das musst du mir nicht sagen. Das hätte ja auch anders sein können. Ach ja. So viele Aufrufe, gute Ideen und keiner macht mit. Ja? Die Welt wäre schon längst gerettet. Würde man mehr auf mich hören. Ja, das liegt wahrscheinlich, ich möchte nochmal zurückkommen, weil du keine Räuspertaste hast. Ja, wahrscheinlich. Ja. Sind wir ehrlich, nur daran. Nur. Ja, also genau, also dann weißt du ja, ne, gute Ideen gibt es wie Sand am Meer, aber man muss irgendwie immer zum richtigen Moment kommen und Glück haben. Also ich kann mich erinnern, ich dachte mir, Mensch, ne, an einen Montag, das war, ja genau, es war letzte Woche Montag, dachte ich mir, Mensch, bevor ich jetzt auf die Arbeit gehe, ich war hier gerade am Frühstück, das Tisch mehr oder weniger gesessen, mache ich mal den Post, vielleicht trudeln dann so bis Mittag mal so Antworten ein und dann habe ich ja Zeit auf der Arbeit. Ich habe ja gerade Tagesfreizeit, in Kirchengemeinden ist ja alles abgesagt, momentan auch. Und dann kann ich das irgendwie alles schön beantworten. Und dann hatte ich den Post geteilt und dann war ich erstmal tatsächlich hier 2 Stunden beschäftigt, weil die Leute... Tja, wie ist denn jetzt im Internet das Pendant zum die Türklinke in die Hand geben? Puh. Also, viele Menschen haben gleichzeitig geschrieben. Die Datenleitung blühte. Was sich auch nicht tut, aber nee. Aber gut, es war so ein Haufen. Glimmte. Ein Haufen Glimmte, ja. Also, viele Leute haben die dann geschrieben sofort. Glimmte. Ja, das war wirklich der Hammer. Okay. Ich bin dann auch ein bisschen sehr viel später gekommen als ursprünglich geplant. Am nächsten Tag ging das dann los mit der Post. Toll. Also, es ist wirklich toll. Und, ich bin da ganz, ganz beseelt. Hast du heute schon mal reingeguckt? Irgendwie hat es abgerissen mit dem... heute, ja, Sonntag, Quatsch. Aber meinst du, die Ausgangsbeschränkung reduziert das Ganze wieder, oder? Das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht beurteilen. Also gestern war ich nochmal in meinem Büro, da lag der nächste Stapel schon da. Also... es gibt jetzt auch tatsächlich viele Menschen, die mir das per Mail schicken oder auf dem Messenger. Mhm. Und das kann ich dann ausdrucken. Also neulich hat mir irgendwie einer ein PDF geschickt mit ihrer Reise nach Indien. Herzlichen Dank dafür. Das fand ich großartig. Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, ja, und jetzt muss man natürlich mal so ein bisschen dann Vertrauen haben in die, naja, jetzt wo ich hier bei Kirchen arbeite, ne, so in die göttliche Fügung, dass... Also ich bin tatsächlich davon überzeugt, wenn ich so die Stapel in den Heimen dann bei den Betreuungskräften, den Pflegekräften dann abgebe, dass die dann auch das irgendwie handeln können, wem was gehört, ohne dass die wissen, was da drin steht in den Briefen. Das wird schon richtig ankommen. Also die sind schon mal speziell für eine Person gedacht? Aber einen konkreten, Nein. Also es gibt welche... Genau, das ist schon allgemein, aber eben manche Leute haben sehr spezielle Post geschrieben, eben hier die eine Küchenrezeptin, die ihren Reisebericht und die übernächste hat irgendwas gebastelt. So, das wird schon irgendwie so seinen Weg finden. Da bin ich überzeugt von. Aber noch kann man zur Post dagegen, ist alles erlaubt, kann man ja machen. Briefkästen werden auch noch geleert, also wer was Schönes schicken will. Ich kann nachher in die Shownotes schreibe ich ja rein. Hast du irgendwo öffentlich verlinkt? Oder ist es auf Facebook? Ich werde schon finden. Auf Facebook, genau. Ja, ich werde schon finden. Den Aufruf eben und da steht alles drin, wie es funktioniert, wohin man es schicken kann. Super schöne Sache. Und wer es machen kann, machen will, auch mit Kindern, die sind immer beschäftigt, bisschen was basteln, bisschen was malen. Super Sache. Für dich. Ja. So, und jetzt? Jetzt lese ich was vor. Ja. Aus deinem Buch. Also, Ingeborg, ja, tatsächlich. Das ist Ingeborg, sie. Hatte ich immer, wer nennt mich Ingeborg heute noch? Wer?
Keine Ahnung. Also tatsächlich war die einzige Stelle, wo ich meinen vollen Namen genannt habe in meiner Klinikzeit, gerne in der Nacht und gerne bei Menschen ab Jahrgang, so 1956 nach unten gehen. Okay. Weil es gab mal einen ganz, 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 ganz schlimmen. Hatte ich erzählt, dass das ein ganz schlimmer war? Also nee, doch gar nicht. Nee. Es gab mal echt einen schlimmen Film, der hieß Nachtschwester Ingeborg. Es war schlimm. Also der Film ist schlimm, aber viele Leute... Die hat doch schon Klamotten an oder so. Es ist nichts Schmutziges, oder? Ja, das ist heilige 50er Jahre Geschichte. Ach so, okay. Wahnsinnig dramatisch. Ja, der Plot geht so, Ingeborg verliebt sich in den Filou, den Arzt Filou, der selbstverständlich der Sohn des Chefarztes ist. Aha. Und der mal nachts irgendwann kommt und Ingeborg heiß und ihn nicht liebt und sagt, Schätzelein, komm, ich habe ein Auto draußen stehen. Und vor der Tür steht dann ein klappriger VW Käfer, aber das macht ja nichts, damals war das bestimmt toll. Und komm, Ingeborg, wir machen eine Spritzfahrt. Und aber Nachtschwester Ingeborg hat ja Nachtdienst. Und, das heißt Spritztour übrigens. Dilemma? Yes? Spritztour. Was habe ich gesagt? Spritzfahrt, aber ist egal. Ich war abgelenkt. Bilder im Kopf. Nein. Also eine Autofahrt. Ja, gut. Also eine nächtliche Autofahrt. Und sie fuhr natürlich mit und in der Nacht verstarb einer und ach Gott, und unterdessen war sie auch noch schwanger. Also es war Drama. Doch eine Spritztour, ich hab's gewusst, ja. Ja, genau. Aber es gab ein Happy End, das war schlimm. Also gut, jedenfalls, das ist die einzige Gelegenheit gewesen, wo ich mal meinen vollen Namen gesagt habe. Ja, ich finde auf Wikipedia, da finde ich meinen Wikipedia-Eintrag nach Schwester Ingeborg aus dem Jahr 58. Ja, die Handlung wird in drei Zeilen beschrieben. Ah, komm, lass hören. Ingeborg ist noch im Krankenhaus. Sie arbeitet unter dem bekannten Herzchirurgen Professor Burger, Assistenzarzt, dessen Sohn, der ein Frauenheld ist. Zwischen Ingeborg und Manfred besteht ein Verhältnis und Ingeborg wird schwanger. Der Professor schickt seinen Sohn fort und kündigt Ingeborg. Dann hat Manfred einen Autounfall, sein Vater rettet ihm das Leben und es kommt zu einem Happy End. Ende der Geschichte. Das ist doch schön. Ey, aber der große Plot, wie Ingeborg ihre Patienten leichtfertig verlässt in der Obhut ihrer Kollegin, wahrscheinlich hieß sie Angelika oder so. Bestimmt. Wer spielt da mit? Ist es Dieter Porsche? Ewald Balser. Porsche vor allen Dingen. Klaus Biederstedt. Immi Schell. Ah, Klaus Biederstedt. Immi Schell ist wohl die Ingeborg, ja. Immi Schell ist übrigens hier die Schwester von Maria Schell. Das nur nebenbei. Was du alles... Und doch eine Schwester von Maximilian Schell. Also das ist die ganze, dieser ganze Schell. Maximilian Karl, Maria Karl Maximilian Schell, tatsächlich, ja. Gut. Ja, hallo. Frau Wollschläger, ich bin begeistert. Entschuldige bitte, nicht umsonst habe ich mit meiner Mutter früher immer sämtliche Schmonzetten der frühgeschichtlichen TV-Karrieren hier angeschaut. Hallo. Ja, aber in Wiederholung nehme ich mal an. So alt bist du doch nicht. In Wiederholungen. in mehrfachen Wiederholungen. Aber du, mir ist Sonja Ziemann noch ein Begriff und Lieselotte Pulver. Hallo. Mir auch, ja. Glückwunsch. Ja. Wer ist denn älter von uns? Also es war ein schlimmer Film. Ich glaube, ne? Ich bin älter, ne? Ja, du bist viel älter. Bist du älter? Nein. Keine Ahnung. Ich glaube, nein. Nein, ich glaube, du bist sehr viel älter. Sehr viel. Sehr, sehr, sehr. Ich könnte dein Vater sein. Nein, das könnte ich nicht. Ja, aber jetzt liest doch mal was aus deinem tollen Buch. Ja, genau. Also das ist der Name. Es ist der Name. Es ist in Ordnung. Also ich habe mich jetzt mittlerweile unterdessen mit diesem Namen versöhnt. Dass du sogar auf Bücher schreibst. Oder musst du es? Genau, ich kann den. Oder was ist deine Wahl? Keine Ahnung. Ich hab mich gefragt und dann stand es auf einmal da. Also, okay. Also tatsächlich habe ich, ich wusste gar nicht, dass die diesen Namen komplett so hatten. Keine Ahnung. Ist jetzt auch nichts verrückt. Du hast nicht angerufen, alles einstampfen. Nein, das mache ich dann bei der 10. Auflage oder so. Also, worum geht's in diesem Buch? Erstaunlicherweise um die Arbeit in einer Notaufnahme. Krass, oder? Ja. Hab mich gewundert, so. Ja. Ja.
Du hast auch was anderes erwartet, oder? Ja, ja. Ich dachte, irgendwie Science Fiction, ein bisschen Liebe und Hamsterzucht irgendwie. Aber tut's nicht. Erstaunlicherweise. Es gibt, ja. Spielt viel in Krankenhäusern. Dieses Buch spielt im Krankenhaus, genau. Und handelt natürlich irgendwie von den Menschen, denen man so begegnet im Laufe der Zeit. Und was ich jetzt hier so vorlesen wollte, gerade aktuell, ist meine 4 Sternstunden der alternativen Heilmethoden. Also gerade hier bei Corona ist ja jetzt auch wieder hier Verschwörungstheorie und was man alles tun könnte, welche komischen Zuckerkügelchen man nehmen könnte, damit man auf keinen Fall vom Virus heimgesucht wird. Solche Menschen gibt's. Es gibt viele Menschen, die der Schulmedizin nicht so über den Weg trauen. Aber auch sie kommen, aus welchen Gründen auch immer. Sternstunde Nummer 1 der alternativen Heilmethoden. Eine Patientin legte mir mal dringend den Umbau der Notaufnahme ans Herz. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihre Möbel hier sehr ungünstig stehen? Wegen der Ausrichtung. Nach den Lehren des Feng Shuis ist das hier alles sehr ungut. Wenn Sie diese Liege hier zum Beispiel anders stellen würden, dann wäre sie in einer besseren Ausrichtung. Alles würde besser fließen. Ihre Patienten würden es Ihnen danken. Wenn wir die Liege anders hinstellen würden, hätten die Ärzte und das Pflegepersonal Schwierigkeiten, den Patienten zu untersuchen und zu behandeln. Aber ich werde mit dem Hausarchitekten natürlich sprechen, sollte ein Umbau anstehen. An dieser Stelle wuchs meine Nase wie die von Pinocchio. Der Spruch allerdings blieb, wann immer Chaos herrschte und einer fragte, warum alles kreuz und quer herumsteht und liegt, entschuldigte sich einer immer mit den Worten: Feng Shui, ist besser so, glaub mir. Das ist übrigens, kann man auch fürs Alltagsleben nehmen. Das geht, glaube ich, immer, oder? Das ist schön. Feng Shui. Feng Shui ist für alles eine Begründung. Wenn du im Weg rumstehst, dekorativ, ne? Hey, nach Feng Shui ist besser, ja, genau. Oder eine andere Sternstunde, die von der Achtsamkeit, die ja so wichtig ist. Es schnalzte leise in kurzen Abständen. Die junge Frau trug ein kleines Armband um ihr Handgelenk. Das hob sie immer ein wenig an und ließ es zurückschnalzen. Was machen Sie denn da? Fragte ich. Ich wollte eigentlich den gebrochenen Unterarm gipsen. Das ist wegen der Achtsamkeit, damit ich mich immer daran erinnere, im Hier und Jetzt zu sein. Aber das wird jetzt ein bisschen schwierig. An diesem Arm soll jetzt ein Gips. Ach Gott, das Band muss runter. Na, schon. Ich wüsste nicht, wie ich sonst den Gips machen könnte, ohne dass sie Druckstellen bekämen. Scheiße, so eine verdammte Scheiße. Und aus war's mit der Achtsamkeit. Also ich mochte das immer gerne, solche Geschichten. Das hat mich immer sehr, sehr, sehr erheitert. Überhaupt gut mit den Menschen sprechen, das ist ja irgendwie immer schon ganz schön. Ja. Also ich habe das Buch ja nicht gelesen, Also ich habe noch das, nicht, noch nicht. Ich habe es erst bekommen. Also und es war jetzt, gar keine Zeit dafür. Sind es alles Blogartikel gewesen mal oder hast du alles neu geschrieben? Teilweise. Teilweise. Na klar. Also das ist ja quasi aus diesem Blog entstanden. Genau. Ich wollte es einfach mal so sagen. Aber jetzt für die fundierten Kenner deines Blogs lohnt es sich trotzdem, das Buch auch zu kaufen. Ja, na selbstverständlich. Man hat jetzt ein Buch in Händen und man kann alles irgendwie schön nachlesen. Man muss nicht irgendwie hier stundenlang Seiten scrollen und so weiter und so fort. Und man weiß, dass man gutes Werk tut für die Pflege weil und so weiter und so fort. Also, ja. Kauft alle dieses Buch, es ist sehr gut. Natürlich im lokalen Buchhandel. Selbstverständlich im lokalen Buchhandel. Man kann ja auch bei den ganzen lokalen Buchhändlern mittlerweile das telefonisch bestellen und die schicken es einem. Genau, fand es im Augenblick teilweise sogar aus. Manche, ja. Die liefern, ja. Also ich habe noch, ich habe neulich hier, also das ist jetzt glaube ich nicht mehr erlaubt, aber vorgestern hier noch ein Buch gekauft, am Freitag ein Buch gekauft und habe quasi das Geld in ein Körbchen gelegt vor die Tür, das wurde reingeholt und das Buch mir rausgelegt, das war sehr schön. Ach, immer lesen? Richtig. Bei der Petra, ja. Das war eine schöne Idee, aber ja. Jetzt darfst du leider nicht mehr, ja. Ja. Jetzt darfst du leider. Aber fand ich eine sehr mutige Idee, als ich gelesen habe, legt mir das Geld dahin und ich dachte mir, liegt es dann da rum? Hat es gleich wieder reingeholt, das Geld? Oder wie läuft denn das dann? Nein, also man sieht sich ja quasi durch die Scheibe. Schon, okay, da war mir nicht ganz sicher, ob das dann. Ja, und dann wird man zurückgeschubst quasi, ne, damit man jetzt hier den schönen 2 Meter Abstand da irgendwie hält und dann holt sie das Geld rein und legt das Buch hin. Und, das war sehr schön. Wirklich.
Also, das ist jetzt schade, aber sie verschickt beispielsweise. Genau, Man kann bestellen und die verschickt es dann, ja. Das geht. Sollte man auch wieder mal wahrnehmen. Mhm. Die haben auch zu kämpfen. Unbedingt. Die haben zu kämpfen. Genau. Ich habe übrigens die Penisgeschichte gefunden. Also endlich. Endlich? Seite 69 nehme ich an. Das wird immer, ich bin ein bisschen unterzuckert. Ich habe Hunger. Ich bin ein bisschen unterzuckert, ja. Fang mal an. Wo sind wir denn? Seite, Seite 99? Ja, fast. Ja, also fast. Okay. So, und dann kannst du lesen. Seite 99? Aus diesem Grund. Mhm. Aus diesem Grund, da fängt es an. Aus diesem Grund? Ah, also es geht um schlimme Notfälle. Also eigentlich mehr so um Herzeleid. Okay. Lese ich alles oder lese ich mal verteilten Rollen? Oder? Nee. Es ist nicht so viel. Okay, komplett. Bis dahin. Rein. Okay. Ja. Ich hör dir zu. Aus diesem Grund kam auch ein Mann nachts um 3 Uhr in die Notaufnahme. Haben Sie einen männlichen Arzt? Haben wir. Luftballon, Luftaustrittsgeräusch am Ende der Sprechanlage. Was für ein Glück. Ein Kerl im Haus. Mir braucht es nicht, um diesen Fall aufs Gröbste einzuschätzen, noch bevor wir den Patienten untersucht und auch nur gesehen hatten. Eine Erkrankung, Anführungszeichen, unten herum. Der Unterfrage wird übrigens sagen, unerum, genau, unerum. Ich wollte aber ein bisschen Hochdeutsch mal üben. Ich habe jetzt Zeit für sowas, ich übe jetzt mal Hochdeutsch. Ukulele ja nicht und Hochdeutsch. Ja. Durch die verschlossenen Türen, die allerdings nie wirklich richtig schließen, hörten wir die rührende Geschichte. Vor 3 Wochen wurde er von seiner Frau verlassen. Die große Liebe. Jetzt ist sie weg. Der Kummer des Herzens musste sich jedoch irgendwo Bahn brechen. Und so ornanierte er mehrmals täglich. Nach 3 Wochen fiel ihm, mitten in der Nacht, auf, dass es irgendwie anders sei als sonst. Nicht mehr so gefühlsecht. Es würde auch länger dauern als früher. Der Penis würde irgendwie glühen. Er tue fast schon weh und fühle sich wund an. Ein schlimmes Leid. Du wirst ein... Entschuldigung. Alles gut. Seltsam war alles, nicht wahr, Herr Doktor? Kann das etwas Schlimmes sein? Offensichtlich bereitete ihm das wirklich große Sorgen. Schließlich weiß man ja nie. Am Ende wäre es ein Vorbote von Krebs oder so. Die Frage ja, das ist es immer. Immer, klar, alles. Laufende Nase, Krebs. Die Frage des Mannes, ob er einfach mal eine Pause im Masturbationsmarathon gemacht habe, verneinte er. Ich brauche das einfach. Wissen Sie, was Ihr Penis braucht? Ruhe. Sie müssen einfach mal die Finger davon lassen, widersprach der Arzt. Morgens um 3 Uhr war er pragmatisch und wortkarg. Anschließend riet er dem Geplagten, kühlen, schonen, hochlagern. Dann wird es besser. Lassen Sie die Finger weg. Und verschwanden. Und verschwand, Türen klappert im dunklen Krankenhausflur. Der Patient huscht aus dem Zimmer in die sternklare Nacht und zurück zu seinem Herze- und Penisleid. Wir jedoch kicherten ein wenig albern, wie sich das gehört um diese Uhrzeit. Gemäß der alten Weisheit, nach Müd kommt blöd. Sehr schöne Geschichte. Ja, auf verschiedenen Ebenen ist die sehr, sehr wunderbar, nicht wahr? Und wenn du dir jetzt so vorstellst, wie du da morgens so um 3:30, also wo man wirklich so ein bisschen so durch ist, vor so einer Tür sitzt und dann irgendwie diesen Arztbrief dann noch später in Händen hält, wo wirklich drin steht, kühlen, schon hochlagern, wie bei jedem dusseligen Sprunggelenk. Also, das ist schon sehr schön. Vor allem das Hochlagern hätte ich gern gesehen. Das ist ja, okay. Ja, genau. Ach, da gibt es Mittel und Wege. Mach dir keine Briefe. Es ist sehr wunderbar. Kann man das leider ausmalen, ja. Und aber daran siehst du auch irgendwie die Unfähigkeit, mit Krankheit und Leid größtenteils in unserer Gesellschaft wieder umgegangen wird. Also da wird irgendwie nichts hergeleitet oder sonst wo. Oder mal tatsächlich die Finger weggelassen, sondern da ist es immer dann halt gleich Krebs und man muss sofort ins Krankenhaus gehen. Weil sicher ist sicher. Also das ist wirklich...
Ach, eine schöne, typische Geschichte und wie gesagt, auf vielerlei Ebenen großartig. Aber ist es nur ein lustiges Buch eigentlich oder schreibst du doch mal ernste? Nein, ja, na, schon. Also, naja, ich glaube ja, wenn man sehr heiter ist, kann man das vor allen Dingen auch sein, weil man viele andere Sachen erlebt hat. Und deswegen weiß, wie wichtig Heiterkeit ist. Also um jetzt das Ganze mal so ein bisschen... So, ne? Mhm. Ich habe gestern tatsächlich irgendwie hier so angefangen, einem Freund stellenweise aus dem Buch irgendwie so vorzulesen. Zum einen irgendwie, ich möchte ja irgendwann mal hier große Lesungen machen. Große Lesungen vor allen Dingen. Also kommt alles große... überhaupt mal Lesungen, die sind jetzt alle abgemacht worden natürlich, also ich kann dann lesen, weil ich habe es jetzt geübt. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es ganz, ganz viele nicht lustige Geschichten gibt. Also mehr so tatsächlich so Herzensberührung, das ist ja das Besondere an diesem Beruf eigentlich. Es gibt sehr viele lustige Geschichten und bekloppte Geschichten, eben wie diese Penisgeschichte natürlich, ne, oder wie die Feng Shui-Tanten und wie sie alle heißen, die hat man ja immer so dazwischen. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele Herzensberührungsgeschichten und natürlich immer auch die Frage, wie Menschen so mit Krankheit und auch mit ihrer eigenen Sterblichkeit umgehen und so weiter. Das ist immer das, was mich tatsächlich am meisten interessiert hat in der Arbeit an der Notaufnahme. Ne? Es ist schön, einen soliden Gips zu machen. Es ist super, wenn man Venenflüsterin ist und so weiter und so fort. Aber das Entscheidende ist tatsächlich der Umgang mit den Menschen und zu hören, was die sagen, Role Models dann irgendwann mal so vor sich zu haben. Was finde ich denn gut? Was ist mir denn auch so wichtig im Leben? Was stößt mich denn total ab? Komme ich denn gar nicht mit klar und warum? Und so weiter und so fort. Also das sind so Fragen, wo man so auf sich selber... geworfen wird. Hört sich das jetzt wirr an? Nee, ich konnte dir schon folgen. Ich verstehe es auch. Ja. Fehlt dir der Job manchmal? Ja. Und nein. Also neulich habe ich mal irgendjemanden irgendwie so den Arm gestreichelt und dachte mir, boah, ich würde wahnsinnig gern mal wieder einen Zugang legen. Wär super. Also so Venenporno ist schon sehr, sehr schön. Das würde ich schon mal gerne machen, weil man hat tatsächlich im Laufe der Jahre sich natürlich Skills erarbeitet oder auch dieses ganze Gipsen, dieses ganze Handwerkliche auch, Katheter legen. Ich war echt die Katheter-Queen, ja. Irgendwann hat mein Kollege auch zu mir gesagt, dass ich die Penisflüsterin bin. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber über den Kontext mit erwähnen, ja, sonst wäre das... genau. Sonst also könnte das blöd kommen. Könnte blöd kommen, ne? Also Fetischisten, haltet euch zurück, da ist mal nichts zu holen. Also das sind ja so Sachen, die man sich im Lauf der Zeit erarbeitet hat, die man richtig, richtig gut kann irgendwann mal, ja? Also das ist so, wie wenn du Maurer bist und eine Mauer gescheit hochziehen kannst und dir hinterher irgendwie denkst, ne, die Hände abklopfst an der Buchse und sagst, ja, ist schön geworden, so. Also das vermisse ich schon und ich vermisse natürlich die Kollegen, die ich damals hatte, mit denen ich gab natürlich auch ein paar Pfeifen, klar, ja. Aber in der Regel hatte ich unfassbar großartige Kollegen natürlich mit einer Art von Witz, der im Krankenhaus üblich ist, ein schlimmer, schwarzer Humor, den man nicht im normalen Leben unterbringen kann, ohne dass es irgendwie zu Aufschreien oder sonst irgendwie was kommt. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal in der Kneipe mit so Kollegen saß und wir irgendwie über schlimme, schwerende Wunden gesprochen haben. Also das, während wir hier so unser Rührei gegessen haben, das war jetzt kein Problem. Wir haben das ganz genau beschrieben und dann standen wirklich Menschen neben uns an den Tischen auf und sagten, also das wieder nicht. Also hier können wir jetzt nicht mehr bleiben. Ja, ich war lange im Pressedienst, ich kenne das. Das hast du immer gut trennen müssen, diese beiden Welten. Sonst gab es immer komische Situationen. Ja. So, und jetzt mit meinen Senioren kann ich natürlich solche Späßchen auch nicht machen. Also es hat tatsächlich so eine Zeit gedauert, also beziehungsweise irgendwann, als ich da noch in der Klinik gearbeitet habe, ist mir mal irgendwann aufgefallen, ich werde jetzt in Zukunft ohne Ironie und Sarkasmus auskommen müssen.
höchstwahrscheinlich. Ja, genau. Genauso habe ich auch geguckt. Ja, also das war schon so ein kurzer Schreckensmoment, wo man sich dann aber auch wieder reflektiert und sagt, meine Güte, ne, was hat dieser Beruf eigentlich mit mir gemacht? Also dass man natürlich solche Ventile auch braucht. Also das ist ja eine Art von Psychohygiene, sonst drehst du ja irgendwann mal am Rad. Ja, und wenn du natürlich dann so Kollegen hast, mit denen du das genauso zelebrieren kannst und dumme Witze reißen kannst, also das ist tatsächlich was ich vermisse. Gleichwohl diese ganzen Kollegen auch gar nicht mehr da sind. Also es hatte einen großen Wechsel in dieser Notaufnahme. Okay. Also es ist mehr so das Bild, was ich noch davon habe. Ja. Oder dieses schnelle Arbeiten, dieses fixe Denken, dieses am richtigen Platz sein müssen. Das sind schon so Sachen, die ich zwischendurch vermisse. Und dann fällt mir ein, wie man Schutzkleidung anziehen muss. Und dann fallen mir irgendwelche Penisgeschichten wieder ein. Dann denke ich mir, Gott, bin ich froh, dass ich es doch nicht mehr machen muss. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Also es ist schon in Ordnung, alles so wie es ist. Jetzt. Ja gut, im Moment sowieso, glaube ich, ja. Ich habe seinerzeit Ebola mitgemacht und es war okay. Also Ebola war wirklich krass. Also man hat dann hier das Personal so ein bisschen versucht auszubilden in puncto Schutzkleidung, was ja unfassbar aufwendig ist, weil du musst alles abkleben und bei Ebola ist auch wirklich kein Späßchen. Wenn du da einen Fehler machst, dann hast du dich halt angesteckt. Also das ist so hoch virulent gewesen, dass du da nicht viel gebraucht hast, um dich damit anzustecken. Und nur für den Fall, dass mal zufällig einer kommt mit Ebola, dass du dann gerüstet bist, da bist du nie gerüstet. Das war furchtbar. Also diese Vorstellung, ja, es hat allein schon eine Dreiviertelstunde damals gedauert, bis du in dieser Schutzklamotte drin warst. Und ungefähr genauso und wenn nicht doppelt so lang irgendwie, um sich wieder auszuziehen. Und dann standst du da in Gummistiefeln, in doppelten Kitteln, in komplett abgeklebten Gesichtern. Also du warst einmal komplett verklebt, verpackt, wie Palgruber und Söhne abgepackt in der Ecke gestanden. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie ich da je einen behandeln hätte wollen. So. Also du kannst ja da nichts machen. Das ist ja wie in so einem Raumanzug im Prinzip. Ja. Das war schlimm. Ich bin froh, dass es dann mal irgendwann rum war und ich bin jetzt auch froh, dass ich hier diese Corona-Geschichte nicht mitkriege. Ja, glaube ich, ja. Hast du aktuell Kontakt zu den Kollegen, die doch im Krankenhaus arbeiten, oder? Ja, also wenig. Tatsächlich wenig, ja. Weil eben ein Wechsel war. Achso, ja. Also sind wirklich alle auch den Beruf gewechselt? Nicht nur aus der Notaufnahme in der andere Station, sondern im... Nee, ja, unterschiedlich. Also manche sind komplett in ein anderes Leben, wie ich zum Beispiel. Okay. Viele haben einfach tatsächlich nur Stationen gewechselt, das Haus gewechselt. Also das schon. Aber es gibt nicht mehr viele tatsächlich, die ich da kenne. Okay. Das ist wirklich merkwürdig. Obwohl du noch so jung bist. Obwohl ich noch so jung bin. Aber alle gehen halt mit. Also, das war wie so ein Massenexodus. Und jetzt kenne ich da nicht mehr so viele und von daher kriegt man das nur so ganz am Rande mit, was da wohl passiert. Ja. Inge, wir haben die Stunde fast voll, ne? Weißt du das? Ich wollte es mal anmerken. Weil vorher mal gemeint, so eine Stunde. Wir können auch länger, mir ist egal. Oh. Ja, was hätten wir denn noch? Ist auf Kommando kann ich immer nicht. Ich beim Wasser lassen. Ja, soll ich mal einen Wasserhahn anmachen? Ja, bitte. Plätschern. Im Zweifelsfall kriegst du einen Katheter, weil you know I can do it. Nein. Mir fällt gerade auch nichts ein. Ich könnte noch eine Geschichte vorlesen, weil heute ist ja Sonntag. Ja, hau mal rein. Ich könnte hier das Wort zum Sonntag verlesen. An dieser Stelle. An diesem Tag. Ich dachte, fängst du schon an. Nein, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ich muss ja immer ein kleines Vorspiel machen. Was es ist. Ich kann mich noch dunkel erinnern. Ich habe da vom Hörensagen. Ja. Diese Steintafel, wo so. Drauf steht hier, ja. Das Wort zum Sonntag oder das Vorspiel? Ach komm, lass uns. Fang einfach an, Ingeborg. Ich lese jetzt mal eine Geschichte, Ralf. Welche Seite? Ich will mitlesen. Du möchtest mitlesen? Ja, klar. 163, Der Schattenwolf.
Ah, die Überschrift habe ich vorhin gesehen, ja. Was habe ich noch gesehen? Saufnasenhausen. Irgendwas mit Saufnasenhausen. Oh, Saufnasenhausen ist schlimm. Also. Ich habe die Überschrift gesehen, keine Ahnung. Ja, Saufnasenhausen, ne? Hat mich arg hart genervt über die Jahre. Weil jeden Tag tatsächlich irgend so ein Besoffener angekommen ist. Also das ist. Verratet zu viel, jetzt müssen die das Buch kaufen. Jetzt haben sie angefixt. Ihr müsst dieses, jetzt wollt ihr alle genau, wissen, ihr was ist das mit dem Saufnasenhausen? Das möchte ich jetzt wissen. Saufnasenhausen ist super. Und ne, wenn ihr aufmerksam lest, werdet ihr sehr, sehr, sehr viele Worte lernen, wenn man betrunken ist. Ich finde ja zum Beispiel Lattenstramm sehr schön. Lattenstramm? Aber das, okay. Lattenstramm. Kannte ich nicht. Aber nun, das war zum Sonntag mit dem Schattenwolf. So, weil es ist ja tatsächlich so, kleines Vorgespräch noch, dass man ja manchmal tatsächlich nicht weiß im Leben, soll man es jetzt anzünden oder lieb haben? Also, das... Du sprichst nicht von deinen Kindern, oder? Ach, nein, gerade aktuell nicht. Also, ich meine, das wäre so allgemein. Also, es wird ja wahrscheinlich jedem so gehen. Denke ja, ich mal. Ja, ja? Kenne ich. Ich weiß, draufhauen oder flauschen. Die widersprüchlichen Gefühle, die mich jeden Tag in meinem Dienst in der Notaufnahme begleiteten, lassen sich sehr gut durch die Geschichte von den zwei Wölfen veranschaulichen, die ich sehr mag. Ein alter Indianer, das ist die Geschichte, ein alter Indianer saß mit seinem Enkel am Feuerchen. Da sagte der Alte auf einmal, weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen. Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere ist liebevoll, sanft und mitfühlend. Welcher wird gewinnen, fragte der Enkel. Der, den ich füttere, sagte der alte Indianer. Ich habe was viel Mächtigeres als einen Wolf. Ich habe einen Schattenwolf. Er sieht dem von Jon Snow in Game of Thrones ähnlich. Er ist groß und stark. Er hat mächtige Zähne und ein flauschiges Fell. Nachts schläft er vor meinem Bett. Manchmal träumt er wild. Dann rennen seine Pfoten und seine Ohren zucken. Am Tag folgt er mir auf Schritt und Tritt. Er ist dicht hinter mir. Ich kann seinen Atem an meinem Körper durch meine Dienstkleidung spüren. Ich gehe durch die Notaufnahme, ich sehe die Menschen, die Patienten mit ihren Angehörigen, die Kollegen und Ärzte, die Mitarbeiter von der Röntgenabteilung, die vom Labor, den Reinigungsdienst, die Menschen des Rettungsdienstes und noch viele andere mehr. An guten Tagen läuft mein Schattenwolf ruhig neben mir her. Manchmal leckt er an meiner Hand und stupst mich mit seiner feuchten Nase an. Ich lege meine Hand auf die Patienten, die Angst haben. Ich bin geduldig mit aufgebrachten Angehörigen. Ich weiß, welches Instrument der Chirurg möchte, noch bevor er es weiß. Ich reiche dem Internisten die richtigen Medikamente, noch bevor ihm bewusst ist, was er überhaupt braucht. Mit meinen Kollegen scherze ich und ich bin aufmerksam. Dem Obdachlosen vor der Tür schenke ich meine vorletzte Zigarette. Ich stöpsle das Ultraschallgerät für den Urologen an. Ich helfe Patienten galant auf die Untersuchungsliege, auch wenn sie 180 Kilo wiegen, und treffe beim Blutabnehmen immer auf Anhieb. Ich bin die Wehenflüsterin des Tages. Ich bin Güte, Barmherzigkeit und Mitgefühl in Person. Der Schattenwolf neben mir legt zufrieden die Pfoten übereinander. Räuspertaste bitte. Ja, ich baue sie. An anderen Tagen knurrt der Schattenwolf neben mir. Ich begehre auf, wenn ich für Sachverhalt schuldig gesprochen werde, für die ich nichts kann. Wenn jeder meint, er könne mir seinen Ärger aufs Ohr drücken. Wenn Kollegen ihre Launen pflegen. Wenn mir einer vor die Füße spuckt, obwohl er den Brechsack in der Hand hält und mich dabei herausfordernd anschaut. Wenn es allen zu langsam geht und ich gesagt bekomme, lauf halt schneller. Ich lasse den Schattenwolf seine Zähne zeigen, wenn ich vor lauter Trubel nicht mehr denken kann. Ich werde ungeduldig, wenn der Arzt ein Anfänger ist und auf keinen Fall seinen erfahrenen Kollegen holen möchte. In mir kribbelt es, wenn die Schüler unschuldig schauend das 102. EKG verhauen, obwohl ich es zigmal erklärt habe. Fass, würde ich am liebsten sagen. Greif zu, mach alles kurz und klein. Manchmal kämpft dieser Wolf in meiner Brust. Dann weiß er ebenso wenig wie ich, was er tun soll. Schnüffeln und sein kuscheliges Fell zum Streichen anbieten?
Oder lieber doch seine gewaltigen Zähne zeigen und grimmig knurren, bis hierhin und nicht weiter, sonst fress ich dich? Ich bin diejenige, die den Wolf füttert. Schön. Schön. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Ja. Und so wahr. Ja. Welchen fütterst du gerade? Jetzt im Moment? Ich fütter gerade lauter Wölfe der Liebe tatsächlich. Das ist also schön. Gefühlt. Ja. Kriegen jeden Tag ein Leckerli und ein extra Flausch. Ah. Oh. Ja. Muss auch geflauscht werden. Ja, komm her. Ich flausche. Ja. Wenn wir mal wieder keine Ausgangsbeschränkungen genau. haben, dann flauschen. Dann treffen wir uns auf einen kleinen Fläuschchen. Wir treffen uns auf ein Fläuschchen und auf ein Kaltgetränk unserer Wahl. Ich weiß schon, was es wird. Ach, wirklich? Oh, ich habe so eine Ahnung. Ja. Das wird herrlich. Ich würde sagen, wir machen für heute mal Schluss, aber ich würde auch sagen, wir setzen das bald mal fort, weil es gäbe noch, glaube ich, einiges zu erzählen. Dabei. Genau, und vielleicht ist das Mikro nicht mal besser. Ach, jetzt hört doch auf. Nee, das müsste alles passen, aber es geht noch besser natürlich. Aber ich glaube, eine Stunde ist erstmal gut. Mhm. Was meinst du? Ja, aber es war sehr schön bei dir. Können Sie ja vielleicht nächste Nein, Sonntag? Nein, falsch. Es war schön mit dir. So kann man es doch sagen. Mit dir natürlich auch. Das haben wir schon Jahre vorgehabt, diesen Podcast. Na, zwei Jahre ungefähr. Ja. Ich wäre für dich wäre ich sogar mal morgens um 4 irgendwo hingegangen. Das stimmt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, den 24-Stunden-Podcast, wo ich dann krank wurde. Und ja. Du wolltest nicht. Ach, das war war's. Ja. Genau. Nee, glaub mir, ich habe 3 Wochen vorbereitet in die Tonne getreten. Ich war krank. Das war nicht witzig. Irgendwas ist immer. Das war echt nicht witzig, ja. Aber ich möchte an dieser Stelle betonen, für dich hätte ich das gemacht. Das stimmt, ja. Das rechne ich dir nach wie vor hoch an. Ja, da gibt es einen extra Flausch. Ja. Aber dann danke ich dir für heute erstmal. Sehr gerne. Ich danke dir. Ich muss immer sagen, bleib gesund gerade, ne, oder so. Oder pass auf dich auf, halt Abstand. Was muss man noch sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, ich bin ja jetzt hier in Kirchenkreisen verortet. Ne? Auch. Man sagt hier selbstverständlich, bleib behütet. Echt? Und ja, und tatsächlich finde ich das wirklich schön. Das so hat meine Kollegen noch keiner gesagt. Aber ich habe die auch seit einer Woche schon immer gesehen, die wieder im Homeoffice sind. Aha, das wird sagen. Ja, naja, klar, die werden das jetzt wissen. Ich bin 3 Wochen da, glaube ich, und habe kaum die Leute gesehen. Das ist ein komischer Start ins neuen Job. Ungünstige Zeit für sowas, ja. Aber gut. Dann bleib behütet, liebe Ingeborg. Ich krieg das nie wieder los. Tut mir leid. Wenn es dich nervt, dann sag's. Naja. Nein, du darfst das. Das ist schon in Ordnung. Okay. Weißt du, letztlich ist es ja mein Name. Meine Güte. Ja. Wir können da ganz offen drüber reden, nicht wahr? Nein, das ist schon in Ordnung. Okay, dann mach Vielen gut. Dank dir. Dann binde deine Kinder. Klette deine Kinder wieder los und schick sie ins Bett. Ja, das war erst kurz vorm Schlafen gehen. Achso, ja. Und dann hören wir uns bald wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Mhm. Ich mich auch. Und vielen Dank dir. Regieanweisung, ich mache jetzt Musik an, dann mache ich die Aufnahme aus. Du weißt Bescheid. Was mache ich? Ich mache einen guten Eindruck? Du bleibst einfach in der Leitung, wie man im Radio sagt. Du machst im Radio. Erstmal das nächste Mal die Radiogeschichte. Ja, ist gut. Okay, macht's gut. Ciao. Tschüss. Thank you.